Jetzt heißes Wasser. Das macht ihr, indem ihr euch an diesem Display bedient, überhalb des Küchenblocks. Um das Gerät zu starten oder ein Display zu starten, drücken wir einmal in der Mitte auf den Knopf. Der lässt sich eindrücken. Jetzt möchten wir natürlich warmes Wasser. Wir gehen also mit den Rädchen nach rechts, bestätigen wieder in der Mitte mit einem leichten Druck. Jetzt ist es aus. Das möchten wir ändern. Wir haben einmal Echo, Hot und Boost. Boost bedeutet, ihr habt jetzt und sofort wirklich heißes Wasser. Hot, warmes Wasser, relativ schnell und dann Echo. Ich empfehle euch Echo zu 99%. Reicht das vollkommen auf. Ihr habt wirklich sehr heißes Wasser. Es reicht für alles zum Duschen, zum Abwaschen. Das ist vollkommen in Ordnung und ihr könnt eure Batterie ein bisschen schonen und es ist umweltfreundlicher. Ich bin hier rausgegangen. Einmal wieder in der Mitte bestätigen. Ihr braucht ungefähr 15 Minuten, dann ist das Wasser warm. In der Nacht am besten ausschalten, weil sonst wird das Wasser weiterhin gewärmt, obwohl ihr das eigentlich gar nicht braucht und es schadet oder ja, die Batterie lädt sich langsam runter.